In SQL gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten, Daten zu kombinieren. Hierzu verwendet man den Befehl Join. Darunter gibt es aber wiederum mehrere verschiedene Möglichkeiten und diese möchte ich nun genauer vorstellen. Ich habe hier eine Übersicht aller möglichen Joins, welche in SQL angewendet werden können. Ich stelle diese kurz vor. Beginnen wir mit dem Inner Join. Der Inner Join liefert nur jene Datensätze zurück, welche in beiden Tabellen vorkommen. Dagegen ist ein Left Outer Join dafür gedacht, um alle Datensätze aus der linken Tabelle zu erhalten und nur jene, welche in der rechten Tabelle übereinstimmen. Der Right Outer Join ist genau vice versa der Left Outer Join und liefert alle Datensätze aus der rechten Tabelle und nur jene, welche in der linken Tabelle übereinstimmen. Der Full Outer Join hingegen liefert alle Datensätze zurück, wenn eine Übereinstimmung zwischen der linken und der rechten Tabelle existieren. Komplett gegensätzlich verhält sich der Cross Join. Ein Cross Join ist ein kartesisches Produkt und liefert alle Kombinationen aus der linken und rechten Tabelle zurück. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den Self Join. Dieser verwendet entweder einen Inner Join oder einen Left Join, um sich selbst zu joinen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.